53-jähriger Mann soll am 22. August gegen 23.25 Uhr trotz eines aufrechten Betretungs- und Annäherungsverbotes in ein Wohnhaus im Gemeindegebiet Biesenberg eingebrochen sein und versucht haben, seine 45-jährige Frau mit einem Messer zu ermorden. Das Opfer hatte Einbruchsgeräusche in das Haus wahrgenommen und sofort über Notruf die Polizei verständigt. Von der Landesleitzentrale wurden mehrere Polizeistreifen aus dem Bezirk Neuburg zur Einsatzadresse entsandt. Beim Eintreffen von Bediensteten der Polizeiinspektion Lang-Enzersdorf konnte der 53-jährige Beschuldigte während der Gewaltanwendung auf frischer Tat betreten werden. Es ist dann den Einsatzkräften gelungen, den Mann zu fixieren und vorläufig festzunehmen. Die Frau erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich Gott sei Dank außer Lebensgefahr. Und die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen.